Was sagt man als Christ, wenn man die Verfälschung des Tages der Auferstehung Christi und das heidnische Fest Ostern nicht feiert? Ei, ei, ei. Das hier ist Ishtar und auf Deutsch sagen wir Ostern dazu. Und Ostern, Ishtar, war ursprünglich im Original die Feier von Ishtar, einem assyrischen und babylonischen Göttin der Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. Und diese wird repräsentiert durch diese Symbole wie den Hasen und die Eier. Und glaubst du wirklich, dass der Hase und die Eier oder die Küken hier irgendetwas zu tun haben mit Christi Auferstehung? Nein, sie haben nichts damit zu tun. Aber ich habe nachgeguckt und es wird gesagt, dass unter diesem Imperator Konstantin, einer der im Römischen Reich, von, es wird gesagt, 272 nach Christus bis 337 lebte. Und es wird gesagt, als er sich entschieden hat, das Christentum anzunehmen und das Imperium zu christianisieren sozusagen, zu verchristlichen, wurde Oster verändert, sodass es Jesus repräsentierte. Aber in seinen Wurzeln ist dieses Ostern, Ishtar, welches wir halt als Ostern aussprechen, dieses Ishtar, in Wirklichkeit über die Feier von Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. Und es hat nichts zu tun mit der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Mit dem Tag Christi Auferstehung hat es nichts zu tun. Wenn wir uns zum Beispiel das Gartengrab von Gethsemane in Israel betrachten, das eines, wo geglaubt wird von den möglichen Gräbern, beziehungsweise von den zwei Gräbern, einmal das Gartengrab und einmal das Holy Sepulchre Grab, die heilige Grabskirche, wo Römer ein Grab gebaut haben sollen, eine Kirche übers Grab gebaut haben sollen. Das war eine dieser zwei Stellen, steht auf der Tür hier drauf, hier in dieser Gartengrab bei Gethsemane im Garten steht hier drauf: He is not here, for he is risen. Er ist nicht da, denn er ist auferstanden. Und außerdem hat uns der Jesus, der Messias, etwas ganz anderes über Ostern gelehrt. Dieses Ostern steckt so tief drin in dieser Gesellschaft heute, weil wir im großen Abfall sind. Es ist ein riesiger Psy-Op, ein psychologischer Angriff des Teufels, damit die Menschheit abfällt von dem Wahren, der wahren Lehre, der Lehre der Wahrheit, dass der Jesus Christus seinen Körper für uns hingegeben hat, damit wir gerettet werden können, damit wir in den Himmel kommen können, wo Gott ist. Und das Ganze zielt davon ab, um Profit zu machen, um Hasen zu verkaufen, Schokohasen, und die Kinder von klein auf Gehirn zu waschen, damit sie niemals auf die Spur der Bibel kommen und niemals die Wahrheit lernen, damit sie als Blöde durchs Leben gehen und kein Ziel haben, weil alles, was sie gelehrt wurden, ist ein Osterhase. Und dann bemerken sie, aha, der Osterhase, den gibt's nicht, den Weihnachtsmann gibt's nicht, dann wird das andere wohl auch erfunden sein. Und dann kriegen sie die Lüge, den Evolutionismus abgelehrt. Und wir wissen, der Evolutionismus ist eine komplette Fabel, eine komplette Lüge des Teufels, eine komplette Lüge von Handlangern von ihm, welche Annahmen veröffentlichen, die wiederum auf anderen Annahmen basieren, die man alle wie Kartenhäuser zerschmeißen kann, und denen ihre Gedanken und denen ihr Herz ist einfach sehr wenig wert. Und der Jesus hat gesagt, es wäre besser, wenn jemand so ein Klein von Glauben an mir wegbringt und zur Sünde veranlasst, dass ein Stein diesem bösen Mann, wo diese Lüge verbreiten, zum Beispiel den Evolutionismus, dass den ein Mühlstein, ihr wisst ja, so ein Stein, womit man das Öl aus den Oliven herausmalt und presst, um seinen Hals gebunden wird und dass er ins Meer geworfen wird. Aber es wäre besser für ihn, weil das nicht passiert, kommt dann später auf die das Schlimmere, wenn der Messias wiederkommen wird, der Retter der Welt, der verheißene Retter. Außerdem
Was hat uns der Herr, der Messias, in Wirklichkeit gelehrt? Und ich musste hier dieses Gesicht von der Person, die Jesus Christus spielt, wegmachen, denn wir wissen ja nicht, wie er in Wirklichkeit aussah. Und stell dir jetzt mal vor, wir sitzen jetzt hier zusammen mit den Aposteln zusammen an einem Tisch und er würde uns lehren. Was hat er denn tatsächlich gelehrt über Pessach, über Pascha, über dieses Paschamahl, über Ostern, wie es heute verfälscht genannt wird unter den Heiden? Was hat er uns wirklich gelehrt? In Lukas Kapitel 22, Vers 19, ganz kurz, knapp und bündig und auf den Punkt und leicht zu verstehen für jedermann, steht es geschrieben. Hier in Lukas Kapitel 22, Vers 19 steht geschrieben: Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dieses tut zu meinem Gedächtnis. Und jetzt heute am Sonntag, Tag von Christi Auferstehung, als er wieder aufgestanden war, konnten wir auch nachlesen, was er dann gemacht hat, was dann passiert ist. Und zwar folgendes ist dann passiert: Er ist seinen Schülern erschienen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und sehet. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und von einer Honigscheibe. Und er nahm und aß vor ihnen. Lukas Kapitel 24, Verse 38 bis 43. Ich wünsche euch eine frohe Christi-Auferstehung und frohe Feiertage.